Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir uns dein Wort jetzt wieder anschauen dürfen und studieren dürfen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns das Gericht weiter erklärst, dass wir als Volk das verstehen und dass du uns bitte in alle Wahrheit führst. Hilf mir bitte, alles so klar wie möglich darzulegen und bitte gründe uns in diesen grundlegenden Dingen. Und wir bitten auch, verzeih uns unsere Sünde, unsere Fehler, alles, was uns von dir trennt und scheidet. Nimm das bitte hinfort und bitte tu uns dein Wort jetzt auf. Wir bitten und danken dafür in Jesu Christi Namen. Amen. Okay, dann lass uns zu unseren Notizen kommen. Okay, lass die gar nicht. Dann gebe ich dir nochmal schnell mein Handy. Okay, wir sind wie gesagt schon da drin, Manuela, in der Skype-Gruppe, von letztes Mal. Ja, mhm. Achso, du hast es gerade geschrieben. Achso, dann kommt dann das los. Ich wusste nicht, aber die sind ja noch drin. Ach, die sind ja noch drin vom letzten Mal. Die sind noch drin, Luis. Okay, alles klar. Dann haben wir uns ja letztes Mal angefangen, also wir haben ja Folgendes bereits gesehen. Wir haben gesehen letztendlich, wie das Gericht in einer Art und Weise abfolgt über die verschiedenen Gruppen. Ja, wir haben gesehen, wer wird nochmal gerichtet? Also wer kann das nochmal ganz kurz erwähnen, wer alles gerichtet wird? Lauter bitte. Die Gesetzlosen. Genau, die Gesetzlosen. Gefallene Engel. Richtig, gefallene Engel, okay. Und die Gerechten. Und die Gerechten, genau. Diese drei Gruppen. Und wer richtet dann auch noch wen in der ganzen Darstellung? Wir haben gesehen, die Gerechten richten die Gottlosen und die gefallenen Engel, richtig? Ja. Okay. Aber damit die Gerechten das tun können, damit die Gerechten Gericht halten können über die Gottlosen und die gefallenen Engel, was musste mit den Gerechten zuvor passieren? Die mussten auch gerichtet werden, ganz genau. Und wie heißt das Gericht, wo die Gerechten gerichtet werden? Also, was muss da gemacht werden? Denn was passiert mit den Gerechten, wenn Jesus wiederkommt? Genau, die werden mit in den Himmel aufgenommen, das werden wir uns gleich auch noch anschauen. Und warum kann Jesus sie mit in den Himmel nehmen? Wie bitte? Weil die gerecht. Richtig, und es muss ja vorher, muss aber festgesetzt werden oder festgestellt werden, dass sie wirklich gerecht sind. Ja, du kannst ja sagen, ich bin gerecht, ich gehöre Jesus an, ja, aber nur weil du das sagst, muss das dann auch so sein? Nein. Nein, ja, deswegen der Herr muss dann prüfen und schauen, ob du wirklich Jesus nachfolgst oder ob du das nur von dir so sagst. Und das ist dann dieses Untersuchungsgericht, haben wir gesehen. Also hier im Untersuchungsgericht wird geschaut, ja, was hat denn dieser Nachfolger, dieser bekenntliche Nachfolger Jesu Christi eigentlich gemacht und was nicht. Und da können wir nochmal das Zitat hier lesen. Ende von Seite 2. Das ist aus Christi Gleichnisse 306. Ende von Seite 2. Das beginnt mit durch das Prüfen der Gäste. Durch das Prüfen der Gäste. Okay, alle da? Da steht, durch das Prüfen der Gäste, welches der König auf dem Feste vornimmt, wird das Untersuchungsgericht dargestellt. Also was für eine Art Gericht, Neo? Untersuchungsgericht, ganz genau. Die Gäste beim Evangeliumsfeste sind die, welche bekennen, Gott zu dienen. Es sind die, deren Namen im Buche des Lebens geschrieben stehen. Also jetzt haben wir hier diese Gäste und das ist das Gleichnis mit dem Hochzeitsgewand. Da kommen wir jetzt
die Leute mit dem Hochzeitsgewand, aber dann ist auch jemand ohne Hochzeitsgewand dort, richtig? Und also alle Gäste, wer sind die Gäste, sagt Ellen White hier? Genau, die vorgeben, Jesus nachzufolgen. Okay? Aber hier steht dann, und wenn du vorgibst, Jesus nachzufolgen, wo wird dein Name reingeschrieben werden? Im Buch des Lebens, ganz genau. Genau, und wir müssen vielleicht ein bisschen lauter machen. Siehst du? Sind die Kopfhörer noch drin? Ein Buch des Lebens, ganz genau. Ja, und das haben wir uns letztes Mal auch schon aufgeschrieben hier. Da wird dann dein Name reingeschrieben. Okay, lesen wir weiter. Aber nicht alle, die bekennen, Christen zu sein, sind wahre Jünger. Also nur weil du es sagst, bist du noch längst kein wahrer Jünger. Ehe die Belohnung gegeben wird, muss entschieden sein, wer geschickt ist, am Erbteil der Gerechten teilzunehmen. Ja, und die Belohnung wird gegeben, wenn Jesus kommt, richtig? Das haben wir gelesen. Also hier wird die Belohnung gegeben und bevor die Belohnung gegeben wird, muss dann geschaut werden, ob du wirklich würdig bist, sie zu erhalten. Diese Entscheidung muss vor der Wiederkunft Christi in den Wolken des Himmels getroffen werden, denn wenn er kommt, ist sein Lohn mit ihm zu geben, einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Offenbarung 22, 12. Vor seinem Kommen wird demnach der Charakter der Werke eines jeden Menschen festgestellt. Und einem jeden der Nachfolger Christi der Lohn nach seinen Werken zuerkannt worden sein. Also was wird ausschlaggebend sein in dem Gericht? Ob wir den Lohn erhalten oder nicht? Wonach werden wir gerichtet werden? Was sagt es hier? Nach den Werken, genau. Und das haben wir uns ja letztes Mal ein bisschen genauer angeschaut. Was für Art von Werke gibt es? Zwei verschiedene Arten von Werken, richtig? Gute und schlechte. Richtig, gute und schlechte. Und was sind die guten Werke und was sind die schlechten Werke? Die von Gott, was Gott will, aber den man selber macht. Ganz genau. Ja, also die Werke, die Gott einem aufträgt, das sind die guten Werke. Und diejenigen, die man sich so selbst ausdenkt, ja, das sind die schlechten Werke. Und wo ist eine gute Darstellung von diesen beiden Arten von Werken? Die haben wir letztes Mal, glaube ich, auch angeschaut. Bei Esau. Esau, okay. Ja, dann wie meinst du das zum Beispiel? Warum hast du Esau jetzt genannt? Nein, ich meine bei Kain. Genau, bei Kain, richtig, ne? Ich meine Esau auch, das ist auch nicht verkehrt. Er hat viele eigene Werke getan und schlechte Werke getan. Das ist schon ganz richtig. Aber Kain und Abel, das ist das Paradebeispiel. Stimmt, da sieht man die beiden Werke gegenübergestellt. Abel hat Gottes Plan, Gottes Werk befolgt und Kain hat Gott versucht anzubeten, wie er es für richtig hielt. Und so können auch wir sein. Wir können sagen, ja, ich diene dir, Gott, ich guck mal, was ich alles Tolles mache. Aber muss das deswegen bedeuten, dass ich von Gott angenommen bin deswegen? Nein. Kennst du vielleicht ein Beispiel, Neo? Das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber vielleicht weißt du sie. Kennst du eine Geschichte im Neuen Testament oder eine Erzählung im Neuen Testament, wo das auch beschrieben wird, dass Leute sagen, guck mal, wie viele tolle, gute Werke ich getan habe. Und Jesus sagt, ich kenne euch aber nicht. Ja, das ist der Matthäus. Genau, sehr gut. Ja, Matthäus 7, ne? Dann gehen wir da nochmal hin, lass uns das nochmal in Erinnerung rufen. Matthäus Kapitel 7. Und dann lesen wir Verse 21 bis 23. Okay. Steht: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. Also, was sagen sie zu Jesus? Herr, Herr. Herr, Herr. Also, sie bekennen ihn. Sie sagen: Ja, wir dienen dir doch. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also wir müssen den Willen Gottes tun. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt
und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Ja, wunderbare Taten haben sie getan, richtig? Alles im Namen Jesu. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Okay. Also, das ist Kain, richtig? Eine Darstellung von Kain. Und wer erfüllt das hier in unserer Zeit? Weil das ist ja auch am meisten für das Ende der Welt geschrieben. Und wer wird das erfüllen? Was sagt Ellen White? Wer wird in die Städte gehen und ein wunderbares Werk tun? Und dann steht ja hier, dass sie in die Städte, oder es steht hier, dass sie viele Wundertaten vollbracht haben. Im Englisch steht, viele wunderbare Werke getan haben. Also wer ist das? Genau. Er ist dieser Omega-Abfall, richtig? Und deswegen, da sieht man letztendlich, der Omega-Abfall, die vertrauen in ihre eigenen Werke, sie vertrauen letztendlich, Gott so anzubeten, wie sie es für richtig halten und nicht, wie Gott es in seinem Wort vorgegeben hat. Also Teile unserer Bewegung. Richtig. Ne? Ja, also Teile unserer Bewegung werden das als erstes erfüllen. Genau. Ja? Ja. Und deswegen, das ist wichtig, dass wir also letztendlich verstehen, was Gott von uns möchte, damit wir dann auch seine Werke tun können und dann auch im Untersuchungsgericht gesehen werden kann, der hat meinem Wort geglaubt, der hat meinem Plan geglaubt und ist meinem Plan gefolgt und hat nicht versucht, mich anzubeten, wie er es selbst für richtig hielt. Okay, dann lasst uns weitergehen. Gehen wir zum nächsten Bibelzitat oder Bibelvers, und zwar hier 1. Korinther 15, Vers 42. Da möchte ich euch einfach ein paar Dinge hier zeigen. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Und das sind dann grundlegende Dinge, aber es ist dennoch gut, das in Erinnerung zu rufen und auch mit der Bibel zeigen zu können. 1. Korinther 15, Vers 42. Also jetzt möchte ich euch zeigen, was passiert, wenn Jesus wiederkommt, nämlich dass die Heiligen dann einen verherrlichten Leib bekommen. 1. Korinther 15, Vers 42 bis 44, da steht, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Also er spricht jetzt über die Auferweckung der Toten. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistiger Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistigen Leib. Vers 50. Aber das sage ich euch, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Und auch wird das Verwesliche nicht ererben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Also hier sehen wir, dass wenn die letzte Posaune erschallt, dann werden alle auferweckt und verwandelt werden. Und was ist diese letzte Posaune? Gehen wir dazu zu 1. Thessalonicher 4, Verse 16 und 17. Denn da schreibt Paulus dann auch über diese Posaune und die Auferweckung der Toten. Da sagt es, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Ja, also wenn Jesus kommt, wer wird auferstehen? Louis, Neo? Die Toten. Die Toten in Christus, richtig? Also all diejenigen, die als gerecht erfunden worden sind, hier in dem Untersuchungsgericht. Vers 17, danach werden die, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt worden werden in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und also werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also hier sehen wir in Vers 16, dass die Posaune Gottes erschallt, das ist diese letzte Posaune, die wir Ihnen gerade in 1. Korinther 15 gelesen haben. Die Toten in Christus werden auferstehen. Und dann gibt es aber auch noch welche, die lebendig sind. Wer sind diejenigen, die lebendig sind zu diesem Zeitpunkt? 144.000, genau. Okay.
Und die werden dann gemeinsam alle Jesus entgegengerückt werden zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Okay? So. Und wohin werden wir dann gebracht? Gehen wir zu Johannes 14, Verse 2 bis 3. Ja, denn also die Heiligen werden jetzt entgegengerückt, dem Herrn in die Luft. Und dann steht hier in Johannes 14, Verse 2 bis 3. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Also was verspricht Jesus hier? Wenn er wiederkommt, was wird er mit uns machen? Genau, damit wir da sind, wo er ist. Und wo ist er momentan? Wo bereitet er uns gerade eine Stätte vor? Im Himmel, genau. Okay. Also da sehen wir, dass wenn wir dann auferweckt werden von den Toten und Jesus entgegengerückt werden in die Luft, dann wird er uns zu sich nehmen, wo er momentan ist, wo er uns jetzt eine Stätte bereitet, nämlich im Himmel. Okay. Und was haben wir schon angeschaut die letzten Male? Wie lange werden wir dann dort im Himmel sein und regieren und Gericht halten? 1000 Jahre. 1000 Jahre, ne? Also die 1000 Jahre sind dann hier im Himmel. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Und die nächsten können wir überspringen, die nächsten Bibelverse. Und dann können wir zur nächsten Frage kommen. Wann wird das Untersuchungsgericht beginnen? Okay, also wir sehen letztendlich hier die Abfolge. Er wird die Gerechten also hier richten im Untersuchungsgericht. Und wenn er wiederkommt, dann wird er alle Gerechten auferwecken. Und auch die 144.000, die lebendig sind, alle wird er dann mitnehmen in den Himmel. Und sie werden für 1000 Jahre regieren. Und hier werden sie ja die Gottlosen und die gefallenen Engel dann richten, haben wir gesehen. Und jetzt können wir aber zu der Frage kommen, ja, wann fängt das Untersuchungsgericht an? Dann gehen wir zur Offenbarung 14, Verse 6 bis 7. Offenbarung 14, Verse 6 bis 7, da steht: Und ich sah einen anderen Engel durch die Mitte des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium, den Bewohnern der Erde zu verkünden. Alle Nationen und Stämmen und Zungen und Völkern. Also was verkündigt dieser Engel hier? Was sagt das in Vers 6? Alle Nationen und Stämme. Nee, was verkündigt, genau, das geht an alle Nationen und Stämme, aber was verkündigt er? Das Evangelium. Genau, das Evangelium und sogar ein ewiges Evangelium, richtig? Denn ist das Evangelium anders gewesen in der Vergangenheit? Nein, es ist immer dasselbe. Ja? Vers 7. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Okay, also zwei Fragen auf einmal. Welche Engelsbotschaft ist das und was ist gekommen? Okay, das Gericht ist gekommen, richtig? Und welche Engelsbotschaft ist das jetzt hier von den, hier aus Offenbarung 14? Wie viele Engel werden da dargestellt? Ist jetzt nicht in den Versen, aber das ist, sag ich mal, grundlegendes adventistisches Verständnis. Welcher Engel ist es? Die erste Engelsbotschaft, richtig? Ja, denn danach, es ist unter der ersten Engelsbotschaft fast alle drei Schritte drin, richtig? Fürchte Gott ist der erste Schritt, gib ihm die Ehre, der zweite Stunde seines Gerichts ist der dritte Schritt, aber das hier ist die erste Engelsbotschaft. Ja? Und danach kommt ja der nächste Engel in Vers 8, der sagt, Babylon ist gefallen, und danach kommt der dritte Engel, der sagt, trinkt nicht den Glutwein ihrer Unzucht, nimmt nicht das Malzeichen des Tieres an die Stirn. Okay, also das ist der erste Engel, der jetzt hier verkündigt, und er
König das Gericht an und es ist aber ein ewiges Evangelium. Okay, was ist das Evangelium? Okay, richtig. Okay, vielleicht stelle ich die Frage ein bisschen anders. Wozu dient das Evangelium? Sag nochmal. Dann weiß man, was passieren wird. Okay, ja. Im Evangelium ist auch immer die Prophetie enthalten. Das ist ganz richtig. Dann weißt du, was passieren wird. Aber wozu dient das Evangelium? Also was ist... Eine Warnungsbotschaft. Was soll das Evangelium mit uns machen? Erlösung. Ganz genau. Es ist dazu da, um uns zu retten. Richtig? Evangelium bedeutet ja die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft der Errettung. Gehen wir dazu zu Römer 1, Vers 16, das ist direkt darunter. Da definiert Paulus uns den Sinn und Zweck des Evangeliums. Römer 1, Vers 16, da steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es, also das Evangelium, ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Ja, es ist Gottes Kraft zur Rettung, das ist das Evangelium. Für jeden, der glaubt. Ja, und woran müssen wir glauben? An das Evangelium. Richtig, an das Evangelium. Und das Evangelium basiert worauf? Verheißung. Den Verheißungen, auf Gottes Wort, richtig? Du glaubst nicht irgendwie, ja, morgen wird es regnen oder so. Das ist nicht der Glaube, der hier angesprochen ist, sondern du glaubst an das Evangelium, wie es in Gottes Wort niedergeschrieben ist. Okay. Und wenn du glaubst, was wirst du dann machen? Das ist die Folge davon, richtig. Aber wenn du an das Evangelium glaubst, was wirst du tun? Was war denn zum Beispiel das Evangelium zur Zeit von Noah? Die Arche zu bauen. Die Arche zu bauen, ganz genau. Okay. Also folglich, wenn du das Evangelium glaubst, was wirst du dann tun? Ja, das Evangelium war... zur Zeit Noahs die Arche zu bauen. Ja, Ellen hat es verstanden, genau. Ja, du wirst dann die entsprechenden Werke tun, die Gott dir aufträgt. Okay? Und weil du dann diese entsprechenden Werke tust, dann kann Gott das in seinen Büchern festhalten und sehen, aha, ja, zum Beispiel jetzt hier Ellen, die hat es verstanden, die tut jetzt meine Werke. Ja, aber deswegen, verstehen ist die Voraussetzung. Deswegen glaubt sie es. Du musst es ja auch verstehen. Genau, du musst das Evangelium verstehen, richtig. Ja. Aber Noah zum Beispiel hat ja die Botschaft klar verstanden. Ja, und dann hat er die Werke dementsprechend getan, hat damit seinen Glauben zum Ausdruck gebracht. Und das ist in seinen Werken ist dann manifestiert worden. Er hat die Werke Gottes getan. Und das hat ihn dann letztendlich gerechtfertigt. Das war der Beweis, dass er wirklich Gott geglaubt hat. Ja, weil du kannst ja viel sagen, ich glaube dir Gott, ich glaube dir Gott. Hätte Noah den ganzen Tag sagen können, ja Gott, ich glaube dir. Aber hätte er die Arche nicht gebaut, dann hätte er ihm nicht wirklich geglaubt. Ja. Und deswegen, indem er die Arche gebaut hat, hat er seinen Glauben damit unter Beweis gestellt. Unsere Werke sind unser Glauben. Genau, unsere Werke, wenn sie im Einklang sind mit Gottes Wort, mit Gottes Evangelium, dann beweisen sie damit unseren Glauben. Und der Glaube ist es, der uns rettet. Nicht die Werke an sich, sondern weil wir bewiesen haben, dass wir Glauben haben an das, was Gott sagt. Okay. Also, Frage an euch jetzt. Also wenn der erste Engel hier dieses ewige Evangelium verkündigt, was muss dann noch immer vorhanden sein? Was kann noch nicht vorbei sein? Das Untersuchungsgericht. Okay, richtig. Die Gnadenzeit. Genau, die Gnadenzeit, richtig. Weil das Evangelium kann nur ergehen, wenn da noch irgendwie Gnade vorhanden ist. Okay. Ja. Deswegen, wenn er dann das sagt, dass das Gericht gekommen ist und er verkündigt das aber im Zusammenhang mit dem Evangelium, dann bedeutet es, dass es ein Gericht ist, wo noch Gnadenzeit vorhanden ist. Ja, es ist also folglich ja, vor der Wiederkunft Christi, richtig? Ja. Also es spricht folglich dann über dieses Untersuchungsgericht. Und das ist ja auch, was in der Millerzeit dann
sag ich mal, wie die Milleriten es verstanden haben. Ja, sie haben es dann aufs Untersuchungsgericht dann ja auch nachher angewandt, nach der großen Enttäuschung, als sie dann verstanden haben, dass eigentlich Jesus gar nicht wiederkommt, sondern dass es erst dieses Untersuchungsgericht geben muss. Okay. Lass uns weiterlesen. Das Zitat direkt darunter aus dem großen Kampf. Da beschreibt sie das auch. Da steht, diese Warnung ist in Offenbarung 14 aufgezeichnet. Hier wird die dreifache Botschaft von himmlischen Wesen verkündigt. Dargestellt komisch übersetzt. Lass mich das nochmal lesen. Hier wird die dreifache Botschaft von himmlischen Wesen verkündigt, dargestellt, okay, der unmittelbar das Kommen des Menschensohnes folgt, um die Ernte der Erde einzuholen. Die erste dieser Warnungen kündigt das nahende Gericht an. Also hier sehen wir diese drei Engelsbotschaften und dann ist es gefolgt von dem Kommen des Menschensohnes. Also unter den drei Engelsbotschaften gibt es dann noch Gnade. Okay. Gehen wir jetzt zum nächsten Punkt, zur Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 20. Und wir müssen aber auch eine Sache verstehen, okay, das ist nämlich jetzt hier am Ende der Welt. Damals, als das Untersuchungsgericht anfing, weist das hier am Ende der Welt an sich in erster Linie auf das Ende des Untersuchungsgerichts hin. Ja, da werden wir, denke ich mal, auch noch drauf zu sprechen kommen. Deswegen, wenn diese erste Engelsbotschaft damals in der Mittelzeit war, es so, ja, sie hat auf das Untersuchungsgericht hingewiesen, aber in unserer Zeit, ja, je nachdem, wie man das anwendet, kann es auch auf das Ende der Gnadenzeit hinweisen. In dem Sinne, dass es zuvor die Gnade gibt, das Evangelium, und dann am Ende das Gericht, aber da werden wir noch später drauf zu sprechen kommen. Einfach nur, damit ihr das schon mal zu hören bekommt. Okay, gehen wir schon mal zur Apostelgeschichte 3, Verse 19 bis 20. Und da möchte ich euch jetzt zeigen, dass die Sünden vor der Wiederkunft Christi ausgetilgt sein müssen. Denn das sagt Paulus uns hier. Oder Petrus, Entschuldigung, Petrus ist es. Da sagt er Folgendes: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Also was soll mit den Sünden passieren? Sollen ausgetilgt werden. Damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den euch vorherbestimmten Christus Jesus sende. Okay. Also hier sehen wir, die Sünden müssen ausgetilgt werden und dann folgt, dass Jesus kommen wird. Richtig? Siehst du das auch nicht? Okay. Also im Deutschen steht damit, im Englischen steht wenn. Also, dass eure Sünden ausgetilgt werden, wenn Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er euch den sendet, der angekündigt worden ist, nämlich Jesus Christus. Okay, aber auf jeden Fall sehen wir, dass die Sünden ausgetilgt werden und dann kommt Jesus wieder. Und das ist ja auch in dieser großen Darstellung genauso zu sehen. Untersuchungsgericht findet statt und erst wenn das Untersuchungsgericht abgeschlossen wird, kann Jesus wiederkommen. Richtig? Und das Austilgen der Sünden, das werden wir uns auch noch anschauen in einem zukünftigen Studium, dass es halt am Ende des Untersuchungsgerichts ist. Das ist für uns Adventisten, denke ich mal, gang und gäbe, aber wir sollten das auch nochmal herleiten, um das zu verstehen. Okay, lesen wir dazu das nächste Zitat. Steht, das Untersuchungsgericht und die Austilgung der Sünden muss vor der Wiederkunft des Herrn vollendet werden. Da die Toten gerichtet werden sollen nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, so ist es unmöglich, dass die Sünden der Menschen vor Ablauf des Gerichts, das ihr Lebenswerk untersucht, ausgetilgt werden können. Okay. Also, was sagt sich hier? Was kann mit den Sünden nicht passieren? Können nicht ausgetilgt werden, bevor was? Vor Ablauf des Gerichts. Genau. Vor dem Ablauf des Gerichts. Und warum ist das so?
Also was sagt sie erstmal? Wonach werden die Toten gerichtet werden? Nach dem, was in den Büchern steht. Genau, nach ihren Werken, was in den Büchern steht, richtig? So, und wir werden jetzt gleich sehen, also die Werke, die in den Büchern stehen, also wir haben ja einmal das Buch des Lebens, da steht nur der Name drin, und dann werden wir gleich sehen, dass es mehrere verschiedene Bücher noch gibt, okay? Und da stehen unsere Werke drin, sowohl gut als auch schlecht, okay? Und diese Bücher entscheiden dann, ob du gute Werke hervorgebracht hast oder die schlechten Werke, ob du Glauben gehabt hast oder eben nicht. Und deswegen ja, sind also hier folglich deine Sünden darin verzeichnet. Okay? Und das muss ins Gericht kommen. Wenn die Sünden ausgetilgt werden, was wird dann mit den Sünden in den Büchern gemacht? Werden ausradiert. Werden ausradiert, ja. Würden die jetzt schon vor dem Gericht ausradiert werden, dann könnte Gott ja gar nichts mehr schauen, ob da noch irgendwelche Sünden waren. Ja, er könnte das ja gar nicht ins Gericht bringen. Richtig? Und deswegen können die Sünden erst am Ende des Gerichts ausgetilgt werden. Ja, ist das logisch? Ja. Okay. Und deswegen haben wir ja dann hier das Untersuchungsgericht. Und wir verstehen ja, dann gibt es das Ende der Gnadenzeit mit den 7 letzten Plagen. Und am Ende des Untersuchungsgerichts werden also die Sünden ausgetilgt. Vor den 7 letzten Plagen. Genau. Okay. Und für wen werden die Sünden ausgetilgt werden? Für alle, die gerecht befunden werden. Okay, gehen wir mal zu Hesekiel, Kapitel 33 ist das, glaube ich. Na, das ist hier ein Text. Ja, der ist manchmal ein bisschen schwer zu schlucken, okay? Für diejenigen von uns, die sich für die Nachfolge Jesu entschieden haben. Ja, Jesus sagt in Matthäus 24, um gerettet zu werden, müssen wir bis zum Ende ausharren. Okay, es reicht nicht aus, auf dem Mittelweg aufzuhören. Es reicht nicht aus, 90% des Weges gegangen zu sein. Es reicht auch nicht aus, 99% des Weges gegangen zu sein. Wir müssen 100% des Weges gehen, bis zum Ende ausharren. Denn es sagt hier in Hesekiel 33, ab Vers 12. Da steht, und du Menschensohn, sprich zu den Kindern deines Volkes, also jetzt zu Gottes Volk, zu uns. Den Gerechten wird seine Gerechtigkeit nicht retten an dem Tag, da er sich versündigt. Und den Gottlosen wird seine Gottlosigkeit nicht zu Fall bringen an dem Tag, da er von seiner Gottlosigkeit umkehrt. So wenig wie den Gerechten seine Gerechtigkeit am Leben erhalten wird an dem Tag, da er sündigt. Okay, also wenn du gerecht gewesen bist, dann aber sündigst, wirst du dann gerettet werden? Nein. Wenn du gottlos warst, dann aber von deiner Gottlosigkeit abkehrst, wirst du dann gerettet werden? Ja. Ja. Lass uns schauen, wie Gottes Volk darauf antwortet. Vers 13. Wenn ich von dem Gerechten sage, er soll gewisslich leben, und er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit und tut Unrecht, so soll nicht mehr an alle seine gerechten Taten gedacht werden, sondern um seines Unrechts willen, das er getan hat, soll er sterben. Und wenn ich zu den Gottlosen sage, du sollst gewisslich sterben, und er kehrt von seiner Sünde um und übt Recht und Gerechtigkeit, sodass der Gottlose das Pfand wiedergibt, den Raub zurückerstattet und in den Satzungen des Lebens wandelt, ohne Unrecht zu tun, so soll er gewisslich leben und nicht sterben. So Gott sagt, ja, wenn du gerecht warst, aber dann wegfällst von Gott und dann Unrecht tust, was wird mit all deinen gerechten Taten, die du in der Vergangenheit getan hast, gemacht werden? Vergessen. Genau, die werden nicht, ja, die werden nicht berücksichtigt. In dem Sinne, ja, dass du dann sagen kannst, ja guck mal hier, ich habe so viele gute Taten gemacht, ja, ich habe doch jetzt trotzdem Anrecht, in das Reich Gottes zu kommen. Und was ist mit dem Gottlosen? Wenn er aber von seiner Gottlosigkeit abkehrt und dann in Gerechtigkeit wandelt, was wird mit ihm passieren? Gerettet. Wird gerettet werden.
Aber so ist es ja dann auch mit dem Gerechten, der was Ungerechtes tut. Wenn der sich wiederum abkehrt, dann ist er ja auch ein Gottloser, der wieder ganz genau zurückkehrt. Ne? Genau. So. Richtig. Ja. Und deswegen, wir müssen das verstehen, im Gericht Gottes wird es nicht so sein, wie die Katholiken es lehren. Ja, die Katholiken sagen, ja, du kannst ganz viele gute Werke machen. Kannst sozusagen, sag ich mal, jetzt 1000 gute Werke getan haben und du hast 500 schlechte Werke getan. Und das ist die Waage hin zu deinen guten Werken, okay? Und dann wirst du gerettet werden. Oder umgekehrt, du hast 1000 schlechte Taten getan, hast 500 gute Taten getan. Na, leider nicht geschafft. Okay, so ist das nicht, sondern das Einzige, was uns rettet, ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Deswegen unsere eigenen Werke, die sind sowieso hinfällig. Ja. Und alle guten Werke, die wir tun, die tun wir aus dem Glauben ja heraus. Ja, und deswegen, Gott gibt uns die Kraft. Und diese Werke sind einfach nur ein Beweis, dass wir glauben, dass wir an Gott glauben, an seine an seinen Erlösungsplan. Und wenn wir an seinen Erlösungsplan glauben, dann wird uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Und die Gerechtigkeit Christi ist das, was uns rettet. Deswegen, du kannst 1 Million schlechte Taten getan haben. Und wenn du dann aber umkehrst und Buße tust und anfängst jetzt die Werke im Glauben zu tun und du stirbst dann 3 Minuten später, okay, dann sind dir die vergangenen Werke, schlechten Werke vergeben und die Gerechtigkeit Christi wird dir zugerechnet. Okay. Aber umgekehrt, du kannst dein Leben lang Gott treu nachgefolgt sein und du kannst im letzten Moment sagen, na, ich kehre mich davon ab. Ja, dann können all deine guten Taten dich nicht retten, weil du jetzt am Ende deinen Glauben aufgegeben hast und du wandelst jetzt in den Wegen der Ungerechtigkeit und Jesu Gerechtigkeit kann dich nicht mehr bedecken, weil sie nur durch den Glauben allein dir zugerechnet werden kann. Und deine Werke manifestieren jetzt, dass du Gott verleugnet hast, dass du von ihm abgekehrt bist und deswegen kann Jesus dich nicht mehr vor dem Vater bekennen, nicht mehr vor dem Vater bringen und dich gerecht sprechen. Ja. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist nicht, dass wir irgendwie möglichst viele gute Werke uns anhäufen können und dann sagen können, ja, jetzt habe ich diesen Berg guter Werke und jetzt habe ich das Himmelreich sicher. Okay. Nein, wir müssen glauben bis zum Schluss und Gottes Wort befolgen bis zum Schluss. Und unsere Werke beweisen dann, ob wir wirklich Gottes Wort im Glauben befolgen bis zum Schluss oder nicht. Und wenn wir beweisen durch die Werke, dass wir Gottes Wort befolgen bis zum Schluss, dann kann Jesus sagen, guck mal hier, der hat bewiesen, dass er mir glaubt. Ich kann ihn jetzt vor dir bekennen, Vater. Ja. Ich verwende jetzt mein Blut, meine Gerechtigkeit für diesen Sünder und er kann ins Reich Gottes kommen, aufgrund meiner Gerechtigkeit. Ja, und so müssen wir das verstehen. Das ist nicht, wie die Katholiken es verstehen, sondern ganz anders. Ja, das ist letztendlich darauf ankommt, ob wir Glauben üben und dass diesen Glauben manifestieren durch unsere Werke und dann kann uns die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet werden. Und wie reagiert das Volk darauf? Vers 17. Dennoch sagen die Kinder deines Volkes, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Dabei ist es doch ihr Weg, der nicht richtig ist. Also Gottes Volk jammert darüber. Und es ist ja an sich auch in dem Sinne, wenn du darüber nachdenkst, du bist, stell dir vor, du wirst wirklich. Es gab ja einige Könige, die wirklich gut gedient haben dem Herrn und am Ende sind sie gefallen. Aber es gab dann auch umgekehrt, ja, schlechte Könige, wie Manasse zum Beispiel, ja, der die ganze Zeit wirklich Gottlosigkeiten verübt hat und am Ende ist er einsichtig geworden und hat sich zu Gott bekehrt. Und das ist ähnlich wie das Gleichnis mit dem verlorenen Sohn. Ja, der verlorene Sohn, der geht in die Welt, er vertreibt seine Zeit mit falschen Dingen, gibt sein ganzes Geld aus und dann am Ende wird er reumütig und kehrt um. Ja, und dann sieht man, wie der Vater ihn annimmt, ihn letztendlich aufnimmt in sein Zelt. Wohingegen dann der andere Sohn, der die ganze Zeit da war, der war nur scheinbar da. Okay. Seine Werke haben dann letztendlich manifestiert, ja, dass er
zwar die ganze Zeit anwesend war, aber nicht wirklich mit dem Herzen da war. Ja. Und er aus anderen Gründen da war als aus Gott. Ja, vielleicht wegen Angst oder Verständnis, dass es verkehrte Wege sind, aber in Wirklichkeit war sein Herz gar nicht dabei. Und den Punkt, den ich machen möchte, ist, wir müssen verstehen, dass wenn wir jetzt schon mit Gott wandeln können, das ist letztendlich der größte Segen. Ja. Der verlorene Sohn, als er in der Welt war, der hatte kein schönes Leben gehabt. Ja, der hat vielleicht die Welt genossen, aber sein Leben war nicht schön. Ja, ich weiß es ja noch selbst, als ich in der Welt war. Ich kenne die ganzen Dinge der Welt, ihr denkt mal auch, zumindest all diejenigen, die in der Welt aufgewachsen sind. Und der einzige Grund, warum ich ja zu Jesus gekommen bin, ist, weil die Welt korrupt ist und weil das kein erfüllendes Leben ist. Ja, wäre das so ein tolles Leben in der Welt, warum sollte ich zu Jesus kommen? Ja, wäre doch dann viel besser, in der Welt zu bleiben. Aber nein, die Welt, und da müssen wir uns immer wieder dran erinnern, das Leben damals war kein schönes Leben. Ich weiß es ganz genau, mein Leben war nicht schön. Selbst wenn Satan mir jetzt immer wieder kommt und sagt, boah, war doch ganz toll, weiß ich, dass es ein Lügner ist. Ja. Er wartet einfach nur eine Zeit, bis du es vergessen hast, wie schrecklich dein Leben damals war, wie viel Sorgen du hattest und Ängste und Verluste und was auch immer. Ja. Und kein erfülltes Leben. Und wenn du das vergessen hast, weil der Herr dich so lange gesegnet hat und dir so viel Gutes getan hat in deinem Leben, dann fängst du an, das zu vergessen. Und dann kann Satan wiederkommen und sagen, ja, guck mal hier, willst du das nicht mal wieder ausprobieren? Das war doch ganz toll. Ja. Und dann hat er größere Chancen, wenn du nicht eng beim Herrn geblieben bist. Und so ist es dann, dass auch Leute am Schluss doch noch abfallen, die scheinbar lange Zeit dem Herrn treu gedient haben, weil sie sich Schritt für Schritt von Gott entfernt haben und vergessen haben, woraus Gott sie eigentlich befreit hat. Okay, vielleicht gehen wir mal, um diesen Gedanken noch einmal ganz kurz Nachdruck zu verleihen, gehen wir zum Judasbrief. Und Vers 5. Oh, das ist gar nicht so, wie ich das jetzt im Kopf hatte, aber egal, wir können es trotzdem lesen. Steht, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Okay, ja, also auch da war es ja eine ähnliche Situation. Gott hat sie aus Ägypten befreit und sie wollten aber immer wieder zurückkehren nach Ägypten, richtig? Sie haben ganz schnell vergessen, in welcher schlimmen Situation sie in Ägypten waren, dass sie in Knechtschaft waren und ja, letztendlich von den Ägyptern malträtiert worden sind. Und auf einmal haben sie gedacht, ja, Ägypten war doch viel schöner. Richtig? Und das ist letztendlich die Versuchung, die Satan über uns bringt, dass er uns die Welt wieder schöner scheinen lässt. Aber wenn wir dann vom Glauben abfallen, dann werden uns alle guten Taten nicht mehr gedacht werden. Wir werden nicht mehr gerecht sein vor Gott, weil wir Jesus verlassen haben. Und unsere Werke manifestieren dann, dass wir Jesus verlassen haben. Und deswegen können wir nicht gerecht werden vor Gott. Okay, ich hoffe, dass jeder das nachvollziehen konnte. Dann lass uns zurückgehen zu unseren Notizen. Gehen wir zu Daniel Kapitel 7. Und da stelle ich jetzt die Frage, denn im Zitat davor haben wir gelesen, dass die Sünden ausgetilgt werden. Und die Frage ist ja, woraus müssen sie ausgetilgt werden? Und wir haben auch ein Zitat gelesen gehabt aus den Büchern. Ja, da sind die Sünden aufgezeichnet. Und lesen wir dazu Daniel 7, Verse 9 bis 10. Da sehen wir dann, wie sich das Gericht setzt und die Bücher sich auftun. Da steht, solches sah ich, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Kleid war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und seine Räder ein brennendes Feuer.
Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm endselig und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden aufgetan. Also hier sehen wir jetzt diese Bücher, die jetzt hier beschrieben werden, die geöffnet werden, um jetzt Gericht zu halten. Und wir haben hier gelesen, in diesen Büchern sind dann unsere Werke verzeichnet. Überspringen wir Offenbarung 20 und gehen wir zu Malachi 3, Vers 16. Denn da wird jetzt so ein Buch beschrieben, was es neben dem Buch des Lebens noch gibt. Malachi 3, Vers 16, da steht: Dann besprachen sich auch die Gottesfürchtigen miteinander, und der Herr merkte darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch ward vor ihnen geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hoch achten. Also was für eine Art von Buch ist hier beschrieben? Ein Gedenkbuch. Und was beinhaltet dieser Name schon? Gedenkbuch. Was wird dann wohl da mitgemacht werden? Genau, das ist an etwas, wo man dann gedenkt. Ja, wo man dann etwas festhält, was man dann nochmal nachher nachschauen kann und dann wissen kann, ah, okay, so war das. Ja. Jeremia 2, Vers 22. Das ist jetzt aus der King James Bibel übersetzt. Da steht: Denn obwohl du mich mit Lauge wäschst und viel Seife nimmst, ist deine Missetat vor mir markiert, spricht Gott der Herr. Ja, also hier sehen wir, Gott hat die Missetat markiert oder aufgeschrieben. Nächster Vers, 5. Mose 32, Verse 33 bis 34. Ihr Wein ist Drachengeifer und wütendes Otterngift. Ist solches nicht bei mir aufbewahrt und in meinen Archiven versiegelt? Ja, also was hat Gott im Himmel, was sagt er? Archive, richtig? Und was hat man in Archiven gelagert? Bücher. Bücher, ne? Also da sieht man halt, diese Dinge sind bei ihm aufbewahrt. Römer 2, Verse 5 bis 6. Aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst den Zorn auf, den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher einem jeglichen vergelten wird nach seinen Werken. Ja, also man kann letztendlich den Zorn anhäufen. Ja, und wir haben ja gesehen, es wird in seinen Archiven niedergeschrieben, markiert, in diesen Büchern, in diesem Gedenkbuch. Okay, und jetzt können wir dazu ein Zitat hier von Ellen White lesen aus dem Großen Kampf. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Steht, da schreibt sie jetzt über die verschiedenen Bücher. Die Bücher des Himmels, in denen die Namen und Taten der Menschen verzeichnet stehen, werden die Entscheidungen des Gerichts bestimmen. Okay, also es gibt Bücher, wo der Name drin steht, da haben wir gesehen, das ist Buch des Lebens. Und dann gibt es Bücher, wo die Taten drin stehen. Und das war ja dieses Gedenkbuch. Ja, da sind Taten enthalten. Nächster Absatz. Das Buch des Lebens enthält die Namen aller, die jemals in den Dienst Gottes getreten waren. Okay? Also, wenn du irgendwann in den Dienst Gottes trittst, wirst du hier in das Buch des Lebens eingeschrieben. Und das ist ja dann Teil des Untersuchungsgerichts. Dann wird entschieden werden hier anhand deiner Taten, ob du jetzt weiter in dem Buch des Lebens stehen bleiben kannst oder eben nicht. Okay, nächster Absatz. Ein Gedächtnisbuch oder Gedenkbuch, das ist jetzt das, was wir in Malachi gelesen haben. Ein Gedächtnisbuch ist vor dem Herrn geschrieben worden, worin die guten Taten aller Menschen berichtet stehen, die den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Okay, also was ist hier niedergeschrieben? Gedenkbuch? Die?
guten Tag. Ja? Alle, die dem Herrn dienen und fürchten. Okay. Und dann nächster Absatz. Es wird dort, also in diesem Gedenkbuch, auch ein Bericht über die Sünden der Menschen geführt. Also was steht noch da drin? Die schlechten Taten. Schlechten Taten. Okay. Ja, also gut und schlecht steht in diesem Gedenkbuch drin. Und das ist dann letztendlich, was entscheiden wird, ja, ob Gott dann sehen kann, dass du den Glauben manifestiert hast oder den Unglauben. Nächster Absatz, oder nächstes Zitat vielmehr. Die Menschen mögen vergessen, die Menschen können ihr falsches Handeln verleugnen, aber es wird im Buch der Erinnerung oder in diesem Gedenkbuch festgehalten. Und am großen Tag des Gerichts, wenn die Menschen nicht bereuen und demütig vor Gott wandeln, werden sie dieser schrecklichen Aufzeichnung so begegnen, wie sie ist. Wenn sie bereuen und die Furcht des Herrn vor ihnen bewahren, werden ihre Sünden ausgetilgt werden. Okay. Also was ist das? Was kann das Problem sein mit uns Menschen nach diesem Zitat? Dass wir vergessen. Ja, dass wir Sünden vergessen, die wir getan haben, richtig? Aber die stehen trotzdem weiter in diesen Büchern drin. Ja. Also ist das ein Problem? Ja. Okay, was ist das Problem, Neo? Kannst du mir das sagen? Man kann auch nicht auf Vergebung. Richtig. Richtig. Ja. Wenn du vergessen hast, oh, ich habe ja, sag mal, du stiehlst heute 10 Euro. Ein Jahr später vergisst du das. Ja, aber es steht immer noch in Gottes Buch aufgezeichnet. Okay. Also was müssen wir sicherstellen? Alles bekannt haben, richtig. Aber was ist das Problem? Wenn du jetzt vergessen hast, kannst du es dann noch bekennen? Nein. Nein, aber es wird trotzdem ja im Gericht gegen dich kommen, dann ist das eine unvergebene Sünde, richtig? Also, wie kann man das Problem lösen? Den Herrn bitten. Ganz genau. Ja, wir müssen Gott bitten, sagen, Herr, ich kann mich an nichts mehr erinnern, was ich noch in Ordnung bringen muss, aber wenn da noch irgendwas ist in deinen Büchern, wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte zeige mir das auf. Okay. Also da müssen wir sicherstellen, wir müssen also Gott darum bitten, dass er uns noch zeigt, wenn wir irgendwelche Sünden einfach vergessen haben, dass er uns das noch zeigt, weil die werden weiter in den Büchern stehen. Okay. Und deswegen müssen wir ernstlich darum bitten, dass der Herr uns das offenbart, bevor das ewige Urteil über uns ergeht. Weil Gott kann nicht die Sünde einfach unter den Teppich kehren, er wird jede Sünde ins Gericht bringen, weil er ein gerechter Richter ist. Und es liegt an uns, deswegen ihn zu bitten und ihn zu fragen und sicherzustellen, dass meine Aufzeichnungen bereinigt worden sind, dass neben jeder Sünde vergeben niedergeschrieben steht. Okay. Dann lesen wir mal das nächste Zitat. Da steht: Wie auffallend ist die Einflusskraft, wie sie hier dargestellt wird. Und wie notwendig ist es für jeden von uns, den Charakter unseres Einflusses zu kennen, wenn diese erste Sünde eine solche Flut von Leid über unsere Welt bringen konnte. Es spricht hier über die Sünde von Adam und Eva, die erste Sünde. Und der Einfluss dieser ersten Sünde ist ja katastrophal. Ja, das ist ja, heute sieht man, was die Sünde alles getan hat. Es wurde nicht eine böse Tat vollbracht, es wurde nicht eine böse Tat vollbracht, ohne dass ein unsichtbarer Zeuge sie markiert und ihren Einfluss von einer Person zur anderen verfolgt hat und dass es eine treue Aufzeichnung davon gemacht wurde. Also, was markiert Gott in seinen Büchern? Alles, ja. Also, wenn du eine Sünde begehst, was ist das Problem mit der Sünde? Was wird sie unweigerlich auch tun? Sie hat Folgen. Ja, richtig. Ja. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt anschreien würde, okay, was würde dann die Folge daraus sein? Ich bin beleidigt, ich schreie den Nächsten an. Genau.
du bist jetzt verletzt und dann könntest du den Groll an jemand anders weitergeben und so weiter und so fort. Deswegen, das wäre einfach sozusagen Folgeeffekte. Und ich wäre verantwortlich auch für diese Folgeeffekte, weil ich das ins Rollen gebracht habe. Okay, dann würde Gott, ja, die Engel, wie sie hier sagt, die würden also aufzeichnen, ja, Lorenz hat das gemacht und die Folge davon war, dass Manuela das noch gemacht hat und dann hat Neo vielleicht das gemacht. Okay? Und in erster Linie wäre dann aber die Schuld bei mir, ja, weil ich das alles ins Rollen gebracht habe. Deswegen, ja, es sind also auch Sünden, von denen ich vielleicht noch gar nicht genau weiß, ja, was für Folgekonsequenzen das waren. Okay, deswegen auch da ist wichtig, ja, dass ich Gott dann um Vergebung bitte, Herr, ja, vergib mir auch die Dinge, ja, wo ich noch nicht mal weiß, was das für Konsequenzen alles mit sich gebracht hat. Ja, aber wenn ich weiß, was das für Konsequenzen mit sich gebracht hat, dann muss ich natürlich auch versuchen, das so weit wie es geht wieder in Ordnung zu bringen. Okay. Also auch mit den Menschen, nicht nur mit Gott. Okay. Gut, lass uns noch die letzten paar Gedanken anschauen und dann kommen wir heute zum Abschluss. Und zwar einfach will ich euch ein paar Bibelverse jetzt hier zeigen, wo dann darüber geschrieben wird, wie die Sünden ausgetilgt werden. Und wir haben gesehen, das wird am Ende des Untersuchungsgerichts getan. Denn Gott muss ja zuerst hier in diese Bücher schauen und gucken, ja, was da in den Büchern steht. Und nachdem die Entscheidung gefällt ist, dann können sie ausgetilgt werden. Psalm 51, Verse 1, Vers 1 und 9. Vers 1 steht, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Vers 9 sagt, verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Also hier beschreibt es dann die Austilgung der Sünden. Jeremia 18, Vers 23. Du aber weißt, O Herr, alle ihre Ratschläge, die sie gefasst haben, um mich zu töten. Decke ihre Missetat nicht zu und tilge ihre Sünden nicht vor deinem Angesicht. Als Gestürzte lass sie vor deinem Angesicht liegen, zu der Zeit deines Zorns handle wider sie. Also hier sollen die Sünden nicht ausgetilgt werden, betet Jeremia. Ja, weil ja, wir sollen natürlich immer Fürbitte tun, bis zum letzten Moment, wo Menschen noch gerettet werden, sollen wir für sie Fürbitte tun, aber sobald ja, sie ihre Gnadentür geschlossen haben, dann betet Jeremia hier nicht mehr für sie, sondern er sagt, jetzt tilge ihre Sünden niemals mehr aus. Micha 7, Vers 18 bis 19. Wer ist, O Gott, wie du, der die Sünde vergibt und im Rest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Bosheit bezwingen, und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Ja, also wird sie hinwegtun, er wird sie austilgen. Gehen wir zu Hebräer 8, Vers 12. Denn ich werde gnädig sein gegen die Ungerechtigkeiten und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Ja, das ist ausgetilgt. Jesaja 43, Vers 25. Ich tilge deine Übertretungen meinetwillen und gedenke deiner Sünden nimmermehr. Ja, das ist die schöne Verheißung, dass wenn Gott die Sünden ausgetilgt hat, wird er diesen Sünden nie wieder gedenken und wir sind für immer gerettet, für alle Ewigkeit. Jeremia 50, Vers 20. In jenen Tagen und zu jener Zeit wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber sie wird nicht mehr vorhanden sein und die Sünde Judas, aber man wird sie nicht finden. Denn ich werde denen vergeben, die ich übrig lasse. Ja, auch hier sieht man, die Sünden werden nie wieder gefunden, nie wieder gedacht werden. Okay, also das war ein kleiner Überblick darüber, wie der Herr uns, also all diejenigen, die bekennen, Jesus nachzufolgen, ins Untersuchungsgericht bringen wird. Und er wird dann schauen, anhand der Taten, die in diesem Gedenkbuch stehen, unsere guten und schlechten Taten. Und er wird dann entscheiden können, ob wir Glauben haben.
ob wir dem Evangelium folgen, ob wir dem folgen, was Gott sagt. Ja. Und das wird dann in unseren Werken manifestiert werden. Ja. Haben wir das befolgt, was Gott mir gesagt hat, oder habe ich das nicht befolgt? Und je nachdem, ja, kann dann Jesus für mich eintreten oder eben nicht eintreten. Okay? Und wenn er für mich eintreten kann, dann werden am Ende des Gerichts, des Untersuchungsgerichts, meine Sünden ausgetilgt werden. Und er wird mich dann, bei seiner Wiederkunft, wird er mir den Lohn geben, das ewige Leben. Er wird mich in den Himmel bringen. Und ich werde dann ein Richter sein über die gefallenen Engel und auch über die Gottlosen, die Jesus nicht annehmen wollten. Okay, also so ist die Abfolge, ja, zumindest in einer groben Darstellung kann man das dann ganz gut so sehen. Und ich hoffe, dass ihr das gut für euch nachvollziehen konntet und dass ihr das jetzt ein bisschen genauer für euch verstehen könnt und auch vor allem auch die Bibelverse und Ellen White Zitate dazu habt. Okay, ist noch eine Frage übrig? Dann wäre jetzt noch möglich, eine Frage zu stellen. Okay, keine Frage mehr. Dann lasst uns mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für das Verständnis über das Gericht. Und wir sehen, Herr Gott, dass es eine feierliche Angelegenheit ist. Hilf uns, dass wir sicherstellen, dass unsere Bücher rein sind vor dir, dass da keine Missetat mehr ist, die nicht vergeben ist. Erinnere uns an Dinge, die wir vielleicht schon bereits vergessen haben, die aber noch in deinen Büchern verzeichnet sind. Und bitte vergib uns auch die Konsequenzen unserer Sünde, wie sie weitergereicht wird und auch ein Stolperstein dann ist für andere Menschen. Herr, bitte mögest du uns alles verzeihen und bitte mögest du uns zur wahren Buße treiben, dass wir die Sünde dann wirklich verabscheuen und davon abkehren. Und wir bitten dich, himmlischer Vater, dass du uns in deinem Gericht dann gerecht sprechen mögest. Hilf uns, dass wir im Glauben vorwärts gehen und dann im Glauben die richtigen Werke vorweisen können und dass wir bis ans Ende glauben, dass wir nicht eines Tages von dem richtigen Weg abkehren und alle unsere vergangenen gerechten Taten nimmermehr gedacht werden kann. Und hilf uns, Vater, dass überall, wo wir noch gottlos sind, dass wir uns von unseren gottlosen Wegen bekehren und in deinen Wegen wandeln, auf dass wir gerecht gesprochen werden können. So danken wir für deine Geduld und Langmut mit uns und für die herrliche Aussicht, dass Jesus uns in sein Königreich mitnehmen möchte. Und wir preisen dich und loben dich und bitten und danken dafür in Jesu Christi Namen. Amen. Okay, dann Gottes Segen, liebe Geschwister. Noch einen guten Start in die neue Woche und dann sehen wir uns, wenn Gott will, dann nächsten Sonntag wieder. Alles klar, ciao. Gottes Segen.